Es ist ja so, wir wollen heute eine Überraschungshenne verleihen und ich kann dir nun sagen, du gewinnst sie nicht. Bin ich erstmal sehr beruhigt. Ich habe ja noch Zeit dafür. Ja, außerdem haben wir uns das ja gemeinsam ausgedacht. Wir wollten nämlich an dieser Stelle die wirklichen Preisträger ein bisschen auf eine falsche Fährte locken. Die wirklichen Preisträgerinnen und Träger, die kommen aus Sachsen-Anhalt. Die Charity-Henne geht nach Sachsen-Anhalt und das freut mich ganz besonders, denn uns verbindet ein jahrelanger gemeinsamer Weg. Die goldene Henne geht nämlich an euch, an das Team des Kinderhospiz Magdeburg. Schön, dass ihr bei uns seid. Und jetzt kommt bitte mit mir auf die Bühne die Vertreterin des Kinderhospiz in Magdeburg. Bitte schön. Bitte. Hoppala, vorsichtig, vorsichtig. Das ist euer Applaus. Standing ovations. Oh, ich komm mal zu dir, Franziska. Das ist Franziska Höppner und ich freue mich so sehr für euch. Schön, dass ihr da seid. Guckt euch das an. Eure Arbeit ist so, so wertvoll. Und ich freue mich wahnsinnig, denn gemeinsam mit dem Ministerpräsidenten Rainer Haseloff durfte ich eure Arbeit von Anfang an aus voller Überzeugung unterstützen. Das Kinderhospiz Magdeburg ist mir wirklich ein Herzensprojekt und deshalb freut es mich so sehr für euch. Und ich möchte jetzt eine tolle Frau zu uns auf die Bühne holen. Sie ist ebenfalls Botschafterin der deutschen Kinderhospize und hilft aktiv mit. Und sie wird jetzt eine Laudatio für euch halten. Guten Abend, Mandy Capristo. Vielen Dank. Herzlich Hi. Willkommen. Hey. Hi. Danke. So, guten Abend erstmal. Ich bin ziemlich nervös, um ehrlich zu sein und den Film gerade gesehen zu haben. Das macht es nicht einfacher. Lebensmomente, die dir einst Freude und Erfüllung geschenkt haben, tun es auf einmal nicht mehr. Eine Parallele zu meinem Leben, die ich gerne mit euch teilen möchte. Diese Bühne spielt eine große Rolle in meinem Leben. Vor 2 Jahren spielte meine Gesundheit während einer Performance nicht so mit, wie ich es eigentlich gewohnt war. Ein sehr prägender Moment für mich, der mein Leben verändert hat und auch das Level an immens großer Wertschätzung für mein Leben und unsere nicht selbstverständliche Gesundheit. Ich bin sehr dankbar für die Menschen, die mir durch diesen nicht einfachen Moment in meinem Leben geholfen haben. Und ich freue mich, heute hier zu stehen, aber noch mehr meine Stimme für Menschen einzusetzen, die sonst nicht genug gehört werden. Diese Unterstützung und Hilfe brauchen Familien, deren Kind schwer erkrankt ist, erst recht. Eltern und Geschwister, die grenzenloser Sorge ausgesetzt sind. Und natürlich die jungen Patientinnen und Patienten, die betroffen sind. Diese Familien finden Unterstützung bei Ihnen, dem beeindruckenden Team des Kinderhospizes Magdeburg. Was Sie jeden Tag leisten, ist in Worte kaum zu fassen. Es braucht viel Empathie und Tatendrang, um diesen Menschen ein wenig von den Lasten zu nehmen, die sie zu erdrücken drohen. Als jahrelange Botschafterin des Bundesverbandes Kinderhospiz habe ich viele Einrichtungen besucht und mit Betroffenen und Mitarbeitenden gesprochen und großen Respekt dafür entwickelt, wie sie dem, was nicht nur ihr Beruf ist, sondern auch ihre Berufung, wie sie Menschen unterstützen, die ihre kompletten Häuser umbauen müssen, sodass ihre Kinder bei ihnen bleiben können, auf emotionaler und mentaler Ebene, aber auch alltägliche Dinge übernehmen,
die für die Betroffenen einfach nicht mehr möglich sind. Darum freue ich mich ganz besonders. Darum freue ich mich ganz besonders, dass die heute die goldene Henne an das Kinderhospiz Magdeburg geht und ich sie euch übergeben darf. Herzlichen Glückwunsch und vielen Dank für eure Arbeit. Wirklich, vielen Dank. Die goldene Henne in der Kategorie Charity geht an das Kinderhospiz Magdeburg. Liebe Franziska, du bist gleich dran, aber es gibt natürlich noch ein kleines Bonbon obendrauf. Und dazu darf ich jetzt Ludger Westkamp zu uns holen, den Präsidenten der Ostdeutschen Sparkassenverbandes. Guten Abend, Ludger Westkamp. Herzlich willkommen. Herr Westkamp, Sie haben noch was Schönes für das Kinderhospiz mitgebracht. Ja. Etwas, was uns sehr wichtig ist, das heißt mal herzlichen Glückwunsch von uns, auch den Ostdeutschen Sparkassen, zur Goldenen Henne. Aber wir haben ja gerade auch gelernt im Film oder auch in der Laudatio, eine ganz besondere Arbeit, ein ganz besonderes Thema. Glaube ich, etwas, was sehr viel Kraft braucht und wo man sich selbst auch darauf vorbereiten muss und wo man manchmal auch Hilfe braucht. Und jetzt sind nun mal Sparkassen, da ist das Geld mehr im Vordergrund. Und wir nutzen es gerne, um was Gutes zu tun, dabei zu unterstützen. Und wir würden Sie gerne unterstützen. Und auch so unsere Wertschätzung zu zeigen. Vielen Dank für Ihre Arbeit. 25.000 Euro. Es gibt keine bessere Anlage. Herzlichen Glückwunsch an euch, liebe Franziska. Kommt ruhig ein bisschen vor, das Team des Kinderhospiz. Ein paar liebe Worte. Also, ich habe gedacht, das Schwierigste, was ich heute Abend mache, ist mit diesen Stöckeldingern über den Schokta-Parkplatz zu laufen. Aber ich merke vor lauter Aufregung, denn das ist gemein, lieber Herr Florian Silbereisen. Ja, wir haben die Ehrung vorbereitet, ganz heimlich, eigentlich für jemand anders. Ja, ich weiß. Und trotzdem bin ich sehr, sehr berührt und danke für meine Kollegen, Ihnen, als Botschafter, auch Gregor Meile, der diesen Film mit uns erstellt hat, als Botschafter für die Kinderhospizarbeit, Ihnen, lieber Florian Silbereisen, der uns schon 10 Jahre lang unterstützt. Denn, so wie ich es auch gesagt habe, ist es wichtig, dass wir, niemand mag das Thema, immer wieder dennoch mit unserer Stimme ja, die Familien mit ihrem schwerstkranken Kind in die Mitte der Gesellschaft holen. Vielen Dank dafür. Herzlichen Glückwunsch euch allen, dem Team des Kinderhospiz Magdeburg. Das ist euer Applaus. Weiterhin so viel Kraft und Liebe und Engagement. Wir werden alles tun, um euch weiterhin unterstützen zu dürfen. Vielen Dank.